Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es gefüllte Gurken, ein Fingerfood-Rezept. Ja, bevor wir damit beginnen, wäre es schön, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Aktiviert auch gleich die Glocke, denn dann verpasst ihr keines meiner Videos. Ja, und dann legen wir jetzt gleich mal dazu los. Zu den gefüllten Gurken benötigen wir natürlich Gurken, Salzbrezel, Cracker, Schmand, Salz und Pfeffer, Thunfisch, Zitronensaft und Paniermehl. So, die Gurken, die schneide ich jetzt hier erst einmal die Enden ab. So, ich habe jetzt hier nur Thunfisch in Tomatensoße da. Ich habe das jetzt hier mal ein bisschen abgesiebt, dass das nicht so viel Flüssigkeit ist. Ihr könnt entweder das nehmen oder ihr nehmt einfach nur Thunfisch ohne jetzt eine Soße. Ich hatte jetzt gerade nur noch das hier da und das gebe ich jetzt erst einmal in den Thermomix. Jetzt wiege ich 50 Gramm Schmand ab. Genau, das war jetzt schon dieser eine Esslöffel, zwei Esslöffel Paniermehl. Also das genaue Rezept schreibe ich euch unten nochmal in die Beschreibung. Und das Ganze wird jetzt vermengt. 10 Sekunden Stufe 6. Oh, wunderbar, sehr schön. Das Ganze gebe ich jetzt erst einmal in eine Schüssel und dann schmecke ich das noch mit Salz, Pfeffer und Zitronensaft ab.
Trecker und streiche etwas Schmand da drauf, damit die Gurke gut hält. So. Und dann setze ich das so drauf. Und dann kommt eine Brezel drauf. Wow! Schaut, wie schön das aussieht. Das ist doch ein Hingucker für jede Party. Wow. So, jetzt probieren wir mal. Diese Thunfischcreme. Das ist richtig lecker. Dann kann man das hier immer so rein. Und dann das nächste essen. Genau. Sehr, sehr lecker. Schmeckt das gut. Richtig mega lecker. Diese ganze Kombination zwischen Cracker, Gurke und Thunfisch auf Strick. Also ein Genuss ist das. Das Rezept müsst ihr unbedingt mal nachmachen. Vielleicht eventuell, wenn ihr das macht, die Gurke vielleicht nicht arg so groß, also soll schon so 2 cm sein. Müsst ihr einfach mal austesten. Ist vielleicht ein bisschen zu groß geraten. Aber diese ganze Kombination, das schmeckt so lecker. Ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal kostenlos. Es folgen noch viele weitere schöne Rezepte. Ja, und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Tschüss!